Ich hätte dann hier ein weiteres Pärchen, mit dem ich das testen könnte. Das sind hier solche Single-Sided-Module. Das heißt, die haben nur auf einer Seite dann entsprechend hier diese Speicherbausteine. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass da eine kleinere Gesamtkapazität anliegt, kann aber schon durchaus darauf hinweisen, je nachdem, wie groß eben hier so ein Steinchen dann ist, wie viel Kilobyte das mit sich bringt. Wir können ja mal gucken, ob da irgendetwas erkennbar ist. Manchmal hat man hier so in der Typenbezeichnung dann mal so irgendwie, dass man da mal eine 64 drin hat, für zum Beispiel 64 Kilobyte oder 256 zum Beispiel. Dann kann man schon manchmal ablesen und dann muss man einfach nur noch multiplizieren mit der Anzahl der Steine und dann kann man hier auch auf die Kapazität des Speicherriegels schließen. Manchmal kann man das auch hier irgendwo an der Typenbezeichnung noch erkennen, aber ich würde das jetzt hier so nicht sehen. Vielleicht sieht es ja jemand von euch. Ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren, würde die beiden hier mal einsetzen und dann können wir ja mal testen, was wir da dann entsprechend für eine Kapazität bekommen, beziehungsweise ob die Speicherriegel denn überhaupt erkannt werden. Das wäre ja mal so grundsätzlich das Erste, weil wie man gesehen hat, an dem Testlauf mit den anderen, mit den Double-Sided-Speicherriegeln kann es auch durchaus mal passieren, dass es dann einfach gar kein Bild gibt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Dann schauen wir uns mal das nächste Speicherriegel-Pärchen hier an, wie unser Compaq darauf reagiert. Okay, da war mal ganz kurz oben hier links in der Ecke die Zählung des Arbeitsspeichers oder die Testung des Arbeitsspeichers zu erkennen und schwupp, weg war sie. Und okay, das ist jetzt mal ein anderer Fehler, den habe ich auch so noch nicht gehabt. Also bei 3600 Kilobyte steigt er dann aus, scheint hier offensichtlich jedes Mal wieder einen Neustart zu machen, kommt aber dann hier über die Speicherzählung nicht wirklich hinaus. Ich glaube, dass auch das auf Dauer nicht so gesund ist hier für den Compaq, wenn er jedes Mal neu hochgestartet wird. Deswegen würde ich das hier an der Stelle abbrechen. Also das funktioniert mit diesen beiden Speicherriegeln hier auch gar nicht. Im Gegenteil, wir kommen hier sehr viel weniger weit, als das jetzt bei den vorherigen Speichermodulen der Fall gewesen ist, die zumindest erkannt worden sind in einer bestimmten Konstellation und wir diese zumindest auslesen konnten, auch wenn sie dann nicht mit dem Compaq-Schluss letztendlich zusammengearbeitet haben. Auch mit nur einem Speicherriegel statt der beiden in der Bank 1 kommt es dann hier immer wieder zu diesem gleichen Fehler. Es wird bis 3600 Kilobyte hochgezählt, dann startet der Rechner neu. Also die funktionieren so als solches hier mit dem Compaq überhaupt gar nicht, weder alleine noch zusammen als Pärchen. Also das können wir hier an der Stelle ausschließen und herausbekommen, um welche Speicherkapazität es sich bei diesen Riegeln handelt, haben wir natürlich jetzt hier an der Stelle auch nicht. Das heißt, die bleiben dann erstmal unbeschriftet hier in der Sammlung. Dann hätte ich hier noch ein anderes Pärchen mit goldenen Kontakten. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen aufgefallen. Die haben teilweise unterschiedliche Kontakte auch, entweder Gold oder Silber. Aber das hat jetzt hier auf die Funktion keinerlei Einfluss. Ich würde es jetzt mal probieren, dann mit diesem Pärchen, zumindest von der Unterscheidung her, hilft es ein Stück weit weiter, weil ansonsten sehen die sich ja teilweise relativ ähnlich. Auch hier würde ich mal probieren, ob sie jetzt erstmal zusammenlaufen und gegebenenfalls dann im Single-Betrieb. Ich habe ja schon einigen Speicher ausgetauscht bei verschiedenerlei älterer PCs, jetzt aus der 286er Generation ja sogar mit dem SIP-RAM. Aber das ist hier ein bisschen wie so eine Wundertüte, aber in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, yeah! Ich bekomme hier 12 Megabyte an Speicher angezeigt, auch wenn jetzt hier wieder die Größe des Memories angemeckert wird. Aber das könnte jetzt hier vielleicht normal sein, vielleicht dasselbe Systemverhalten, wie wir es auch von der Festplatte kennen. Er merkt also, wir haben hier einen anderen Speicher eingesetzt und
würde dann hier diesen installieren für das BIOS und jetzt können wir ja hier dann mit F1 diese Änderungen hier speichern. Das würde ich jetzt auch mal hier tun und möglicherweise ist es dann fürs nächste Mal da, so dass wir dann nicht hier nochmal unterbrochen werden. Jawohl, ja, das sieht gut aus. Also eine Fehlermeldung scheint normal zu sein. Das erkennt der Compact dann, wenn sich Änderungen an der Hardware ergeben haben. Das ist ja auf jeden Fall auch sehr vorbildlich. Dann speichert man das ab mit F1 und fürs nächste Mal oder für die kommenden Male ist es dann immer da, soweit dann eben halt auch die BIOS-Batterie die Daten hält. Und jetzt überprüfen wir das hier auch nochmal kurz mit MEM und dann bekommen wir hier auch unter DOS dann 12 Megabyte angezeigt. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt so der Überbringer von 8 auf 12 Megabyte, aber ich sage mal immerhin, das wären 33% mehr. 4 Megabyte, das kann unter Windows 95 unter Umständen dann schon irgendwo weiterhelfen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es dann für die Spiele als solches hier nur einen minimalen Unterschied ausmachen dürfte. Doom lief ja relativ flüssig, Quake lief ja gar nicht wegen dem fehlenden Coprozessor. Also das heißt, das dürfte hier an der Stelle den Unterschied nicht ausmachen. Ich würde trotzdem noch mal so ein paar Speicher hier durchprobieren. Vielleicht ist ja doch noch ein größerer dabei. Vielleicht sind ja auch nochmal ein 8er oder 2 8er oder ein 8er und ein 4er. Muss man natürlich mal gucken, wie es in so einer Mischkombination läuft, weil das waren jetzt zumindest mal die Speicherbausteine, wo ich gesehen habe, dass das offensichtlich auch Pärchen sind, die gut zusammenlaufen. Und jetzt würde ich das einfach nochmal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen mehr raus. Schauen wir mal, aber 12 Megabyte, naja, immerhin. Wie heißt es so schön, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Die 32 Megabyte oder die 2x 32 Megabyte, die wir da hatten, die wären zwar theoretisch da gewesen, aber er hat es ja nicht erkannt und dann bringt es natürlich auch nichts. Und hier hätten wir dann waschechte 12 Megabyte, die uns dann hier helfen, das System zumindest ein bisschen dann zu beschleunigen. Ich habe noch mal zwei andere Speicherriegel vollkommen unterschiedlicher Art eingesetzt. Die wurden hier auch sofort erkannt mit jeweils 4 Megabyte. Also was jetzt gleiche Pärchen oder beziehungsweise gleiche Speicherriegel betrifft, da scheint das System jetzt hier nicht so empfindlich zu sein. Das können offensichtlich wohl auch vollkommen unterschiedliche Modelle sein, aber leider bringt uns das jetzt hier an der Stelle oder hilft uns jetzt hier nicht wirklich weiter, weil wir wieder nur auf eine maximale Kapazität dann von 12 Megabyte kommen und ein bisschen mehr dürfte es normalerweise ja dann trotzdem schon sein. Ich zeige euch aber im Nachgang auf jeden Fall jetzt erst nochmal diese beiden Speicherriegel, die ich jetzt hier eingesetzt hatte, weil ich hätte nämlich genau bei dieser Konstellation eigentlich erwartet, dass er dann hier eventuell dann entweder zumindest einen Fehler macht oder vielleicht auch gar nichts am Bildschirm anzeigt, wie wir das zu Anfang auch mal hatten, aber das hat den hier anscheinend überhaupt gar nicht gestört. Das sind jetzt diese beiden Speicherriegel, die ich hier eingesetzt hatte und euch schon am Bildschirm zeigte. Die versuche ich jetzt mal hier rauszuholen, um die euch noch mal zu zeigen. Das war aber wirklich heftig und noch mal so kurz im Vergleich. Zumindest optisch hier vollkommen unterschiedlich. Die Anordnung der Speicherbausteine vollkommen anders. Sind vermutlich dann auch unterschiedliche Hersteller. Manchmal kann man ja sehen, von welchem Hersteller die stammen. Das ist jetzt hier beispielsweise hier von der Firma BMI. Diese Speicherbausteine, ich stelle das mal ein bisschen scharf. Und hier bei diesem Modell, da kann man es ganz schwer erkennen. Das ist hier schwer reingedruckt, ich weiß gar nicht, man sieht es jetzt eigentlich fast überhaupt gar nicht. OKI ist das. Also auf jeden Fall ein anderer Hersteller der Speicherbausteine und die haben ganz wunderbar miteinander hier gearbeitet, wie man gesehen hat. Also da ist der Rechner, wie gesagt, dann nicht so wirklich empfindlich. Jetzt gucke ich aber erstmal, was denn hier noch für eine Alternative besteht. Ein paar Speicherriegel hätte ich hier ja noch übrig.
Hier nochmal eine andere ungleiche Konstellation. Der vordere Speicherriegel wesentlich kürzer in der Höhe mit den Speicherbausteinen von Narnia. Und dahinter kann ich jetzt nicht wirklich erkennen, aber ich probiere es einfach mal aus, mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt. Bei dieser Konstellation kommt es dann hier wieder zu diesem Speicher-Hochzählfehler. Also der versucht dann hier diesen Speicher zu testen, wie man links oben in der Ecke erkennen kann. Und bei 3,7 steigt er dann entsprechend hier aus. Ist also anscheinend auch so eine Art, wie dieser Kompakt zeigt, dass er diesen Speicher hier nicht möchte. Mit dem Narnia-Speicher alleine kam es dann auch wieder hier zu diesem Speicher-Hochzählfehler. Deswegen habe ich den jetzt mal rausgenommen. Ich weiß nicht, ob er defekt ist oder ob er einfach hier vom Kompak nicht angenommen wird. So ähnlich wie bei dem anderen Pärchen oder bei diesen zwei Stück, die ich eingesetzt hatte. Das kann natürlich schon mal sein, dass ein Speicherriegel dann in einem PC läuft, in einem anderen vielleicht nicht. Ich würde den deswegen wahrscheinlich einfach mal mit einem Defekt-Fragezeichen kennzeichnen, genauso wie die beiden anderen. Müsste ich mal bei einem anderen PC testen. Habe aber jetzt hier mal diesen Speicher. Der etwas höhere im Bank 2, den ich euch gezeigt hatte, den habe ich jetzt mal nach vorne gerückt in die Bank 1. Und das sah jetzt erstmal eben ganz gut aus. Und wir bekommen hier Wahnsinn. Ich dachte, der hört überhaupt gar nicht mehr auf zu zählen, als ich das gesehen habe. Das ist also ein 16 Megabyte Riegel und der zählt hier hoch bis 20 Megabyte. Zeigt hier zwar jetzt wieder unseren Memory Size Error an, aber das kennen wir ja jetzt schon. Da müssen wir ja jetzt einfach nur mal das Ganze abspeichern, damit das dem System hier bekannt gegeben wird. Und dann sollte er an und für sich dann eigentlich so durchbooten. Und ich würde sagen, damit wäre ich dann mehr als zufrieden. Das sind ja einiges mehr als 12. Also man sieht es, er zählt und zählt. Ich habe gedacht, Himmels Willen, er hat gar nicht mehr auf. Aber sehr, sehr cool. Und jetzt hätte ich ja sogar noch eine Speicherbank theoretisch frei. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob ich die jetzt wirklich noch ausfüllen möchte oder nicht, weil natürlich so ein Mischbetrieb dann auch irgendwie ja Instabilitäten bzw. das System einfach nicht mehr so stabil laufen könnte, als wenn man jetzt vielleicht nur einen Speicherriegel an Bord hat, vor allen Dingen, wenn man dann noch welche unterschiedlicher Größe einsetzt. Und andererseits sind ja auch 20 Megabyte wirklich absolut mehr als genug. Da würde ich, glaube ich, jetzt erstmal schauen, ob ich mit denen arbeite. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich gucke jetzt noch mal durch, was hier bei den anderen beiden Speicherriegeln hier noch rauskommt. Wird auf jeden Fall meine 4 Megabyte Speicherpärchen noch entsprechend kennzeichnen, die funktionieren, damit ich dann einfach für den nächsten Rechner weiß, okay, das ist ein getestetes Paar, das lief zumindest hier auf dem Kompakt und so hoch ist die Kapazität und dann habe ich zumindest auch mal dieses Kästchen mit den RAM-Riegeln soweit durchgearbeitet. Das war jetzt hier einfach noch mal so ein Stück weit der Nebeneffekt. Und für den Kompakt hier gibt es dann mal jetzt voraussichtlich erstmal diese 20 Megabyte. Und ich denke mal, das dürfte mehr als genug sein. Aber wir können natürlich trotzdem einfach mal kurz in den Benchmark hier gehen. DOS Bench starten wir einfach mal hier. So, und zwar lassen wir da mal den Doom Benchmark laufen hier für Faster PCs. Das ist ja immer so ein ganz guter Test, will ich mal sagen. Sobald irgendwie was mit dem Speicher nicht stimmt, dann kommt es da meistens auch in dem Benchmark dann schon zu entsprechenden Abbrüchen, Freezes, wie auch immer. Man hat das gesehen, beispielsweise bei dem Tobias, seinem Rechner. Das könnte also auch noch ein Speicherproblem gewesen sein. Da hatte ich ja die Weser Localbus Grafikkarte irgendwie zuerst im Verdacht gehabt. Aber man sieht hier schon, der kommt hier da schon mal ab und an auch ins Stocken. Das könnte natürlich jetzt hier auch einfach an diesem Prozessor liegen, an diesem 486er SX266, also der fehlende mathematische Coprozessor, der ja auch den Start verschiedenerlei Anwendungen schon komplett auch verhindert hat. Und eben als viel auf dem Bildschirm los war, da hat man dann schon gemerkt, dass es einfach nicht mehr so richtig smooth war. Zumindest war es sehr langsam. Es erinnerte so ein bisschen an eine Zeitlupe.
aber das war meines Wissens nach bei den anderen 486ern, dem Compaq Despro 466, dem anderen Compaq-Rechner, den ich schon getestet hatte, und auch soweit jetzt bei Tobias Rechner, soweit er dann lief, bis er irgendwann eingefroren war, ebenso, also genauso, dass er da auch so ein bisschen an seine Grenzen dann gekommen ist. Also das könnte auch wirklich vollkommen normal sein, aber natürlich würde ich das auch dann sehr gerne nochmal ausprobieren. Vielleicht gegebenenfalls mit dem anderen Prozessor, das wäre nochmal so das, was ich hier vorhabe, was wir auch noch nicht gesehen haben, noch bei keinem der anderen Rechner. Wir kommen jetzt hier immerhin auf diesem Wert 2134 GameTicks in 3166 RealTicks mit dem Arbeitsspeicher. Also das scheint zumindest mal jetzt so für den ersten Moment stabil zu sein. Muss man natürlich sehen, wie sich das jetzt so im Laufe der Praxis dann zeigt, ob es dann gegebenenfalls mal hier und da auch Abstürze gibt. Das kann man natürlich erst mal nach längerem Betrieb herausfinden. Aber so fürs Erste würde ich sagen, ist das mal hier grün. Und meine Speicheraufrüstung, die ist hier erfolgreich. Das heißt, ich könnte jetzt hier eigentlich einen Cut machen, was den Speicher betrifft. Und als Fazit noch zu der Speicheraufrüstung würde ich gerne noch ganz kurz was loswerden. Das ist ja normalerweise immer ein relativ einfaches Upgrade. Normalerweise, also das hat sich ja auch bisher bei allen Rechnern als relativ einfach gezeigt, dass man da häufig nur den Speicher wechseln musste. Spätestens so mal SD-RAM war das meistens dann schon so, dass man recht schnell eine Konstellation an Arbeitsspeicher gefunden hat, die mit dem Rechner zusammengearbeitet hat. Hier war es jetzt in der Tat ein bisschen schwieriger, wie man gesehen hat. Liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen einfach an dem Fundus, den ich hier noch hatte, dass da vielleicht auch Riegel dabei sind, die einfach die Lebenszeit nicht mehr überdauert haben, die vielleicht auch defekt sind, oder auch der Compaq mit Sicherheit. Es ist ja jeder Rechner oder jedes Mainboard stellt da auch einen unterschiedlichen Anspruch an die Speicherbausteine. Nicht alles arbeitet da so perfekt zusammen. Und man hat jetzt gesehen, wir sind doch jetzt zu einem recht langen Videoteil oder zu einem recht langen Part, was jetzt hier die Aufrüstung des Arbeitsspeichers betrifft. Also auch das kann einen unter Umständen dann doch vor gewisse Hürden stellen. Und wir haben sie jetzt gemeistert und ihr habt ganz, ganz viel gesehen zur Speicheraufrüstung, was da so alles passieren kann, was sich da so auf dem Bildschirm abspielen könnte. Und jetzt sind wir hier erfolgreich mit 20 Megabyte an Bord und das freut mich persönlich, dass ich hier diesem Compaq das spendieren konnte. Da sind wir, denke ich mal, definitiv für Windows 95 ganz gut gerüstet. Ich habe jetzt im Nachgang doch noch alle Speichermodule durchgetestet mit diesem Compaq Presario, der mir ja relativ zuverlässige Ergebnisse geliefert hat, was Größe und so weiter betrifft. Habe dann alle Speicherriegel auch so beschriftet, wie ich euch das gezeigt habe, und habe noch ergänzt, ob sie funktionieren, ob sie nicht funktionieren, und natürlich die Kapazität auch. Dann weiß ich, was ich noch so in meinem Repertoire habe. Und da bin ich noch hier über diesen Speicherriegel gestolpert. Der ist relativ groß von den Abmessungen, hat hier auch 12 Speicherchips an Bord, also auch relativ viel. Auf der Rückseite befinden sich jetzt bei beiden Riegeln keine Speicherchips. Und jetzt mal die Frage an euch, was denkt ihr, welcher von diesen beiden Speicherriegeln bietet die größere Gesamtkapazität? Ich will das mal auflösen, weil man das so eigentlich von der Optik her nicht unbedingt immer sagen kann. Natürlich die Anzahl der Chips ist auch noch mit für die Speichergröße verantwortlich, aber natürlich noch viel mehr die Chips selber. Das ist jetzt hier ein 4 Megabyte Riegel und dieser hier in meiner Linken, der wesentlich kleiner ist, das ist der 16 Megabyte Riegel, der hier so erfolgreich mit dem Compaq Presario zusammengearbeitet hat, zumindest bis jetzt. Und da befinden sich 8 Speicherchips an Bord mit dann jeweils 2 Megabyte. Das ergibt dann eben diese 16 Megabyte. Und die reine Größe bzw. die Abmessungen haben natürlich nichts jetzt mit der Kapazität der Speicherriegel zu tun. Und eine weitere Kuriosität habe ich hier noch. Und zwar hätte es zu der damaligen Zeit schon Case Modding gegeben, dann wären diese RAM-Riegel im Ferrari-roten Design wahrscheinlich die erste Wahl gewesen. Die sind hier mit schönem Kühler. Das war sicherlich damals eine Seltenheit, so mit Kühler und dann noch so in diesem Design. Hier in diesem 486er würde es ja dem Grunde nach verschwinden und keiner würde es sehen. Aber für so einen Rechner der heutigen
Zeit mit einem Seitenfenster oder teilweise ja noch mehr. Man kann da ja wirklich so alles komplett sehen, was sich in so einem Rechner drin befindet. Wäre das mit Sicherheit hier eine ziemlich gute Wahl gewesen. Wusste ich gar nicht, dass es die damals auch schon so gegeben hat, hier mit diesen Kühlkörpern und diesem aggressiven Rot, was natürlich ja hier so ein Stück weit die Performance dann widerspiegeln soll. Hier sind es aber leider Gottes dann nur 4 Megabyte, also die beiden eingesetzt. Dann würden wir wieder auf unsere 12 Megabyte kommen, wie wir das schon mal hatten. Deswegen würde ich dann bei dem etwas unspektakuläreren 16 Megabyte Riegel bleiben, bei diesem langweiligen, und dann nicht hier auf diesen Performance Ferrari Riegel dann hier umsteigen. Und wenn man denkt, man ist dann mit einem Thema durch, das Thema Arbeitsspeicher ist abgehakt, man hat alles gezeigt, was es zu zeigen gibt, dann fällt einem doch noch irgendwas auf, was man dann doch gerne auch noch zeigen sollte oder ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar hatte ich ja immer gesprochen von diesen 4 Megabyte Arbeitsspeicher, die fest auf dem Mainboard verlötet sind, und die hatte ich euch aber physikalisch nie gezeigt. Das holen wir natürlich hier nochmal nach. Und zwar gibt es hier eine Bank 0. Und hier befinden sich 8 Speicherbausteine, die fest auf dem Mainboard eingelötet sind. Mit jeweils 512 Kilobyte mal 8 kommen wir dann auf diese 4 Megabyte, die fest in dem Mainboard verbaut sind. Und darüber folgt dann die Bank 1 und die Bank 2. Und es ist so, wie ich es gesagt hatte, so normalerweise wird immer die Bank 0 zuerst gefüllt. Also Bank 0 ist im Grunde nach immer die Bank, in der der erste Speicherbaustein seinen Platz findet. Und so passt das hier auch von der Nummerierung. Also die Bank 0 ist dann hier dem Grunde nach der feste Speicher, der ja nicht ausgetauscht werden kann. Auf der Bank 1 erfolgt dann der erste Riegel und auf der Bank 2 dann der zweite Riegel. Also insgesamt eigentlich 3 Speicherslots, wobei eben wie gesagt die Bank 0 dann hier durch die fest verlöteten Chips in Anspruch genommen wird. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Game kommen, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.